Ja, aber sauber. Oh, wenn du jetzt zum Beispiel, kannst du ja auch runterschalten. Hat er richtig mechanisch Getriebe? Ja, mechanisches Schaltgetriebe. Und mechanische Sperrdifferenzial. Genau, und versuche jetzt mal irgendwie eine Stelle zu finden, wo man das mal demonstriert, wo du versuchst rauf zu. Kannst du vergessen, du kommst hier überall rauf. Ja. Oder so. Ja. Also wenn du zum Beispiel merkst, er zieht sich immer in eine Richtung, kannst du zum Beispiel die vordere Kolonne sperren. Dann kann er vorne nicht mehr sich sozusagen auskorrigieren. Dann hast aber trotzdem noch genügend Lenkeigenschaften. Und wenn du alles sperrst, dann hast du einen sehr, sehr großen Wendekreis. Also, ja, vor allem auf dem Teer. Ja. Guck mal, jetzt hier voller Lenkeinschlag. Ja, da kommt er gar nicht rum. Aber dann bleibt er auch eigentlich nicht stecken. Nee, also damit bleibt er nicht stecken. Kann nur zu locker der Untergrund sein. Dann nicht, wenn er wegspritzt. Aber sonst. Ganz wichtig, was ich auch mal mache, wenn ich umschalte, dann mache ich einmal kurz einen Anstupser, damit die Zähne einrasten. Ja, musst du auch. Also angeblich ist es so, wenn man schneller als, ich glaube, irgendwie 5 km/h ist, dann lässt sich der Gang nicht schalten. Aber ich will es nicht ausprobieren. Naja. Also das. Also ich habe früher den Tamiya Hilux gehabt mit dem Dreiganggetriebe. Oh, der war toll. Jetzt mal der Fokus. Ich habe den immer noch im Regal stehen. Den fährt man nicht, der sieht zu gut aus. Also ich habe noch etliche Tamiyas im Regal stehen, auch ein Original Rough Rider noch und Wild Willy, den ersten Wild Willy, also wie der rauskam, da war ich 10. Haben wir eigentlich irgendwo mal Glück? Wie sagt der, eine Wiese oder so? Ja, hier. War da. Manueller Fokus. Ja, du bist ein bisschen dünn mit mir gezogen. Manueller Fokus ist mein zweiter Name. Das ist auch geil. Daneben kann man es ja durchziehen. Jemand, sollen wir Licht holen, Leute? Komm, wir holen Licht. Wolltest du Licht, damit du siehst, wo du hinfährst? So, ich mach Licht. Danke. Achso, übrigens weißer. Ja. Oh, das Tor. Das ist nur unser Tor. Ja. Nee. Gehen wir da. Aber da ist die Wiese da. Oh. Mensch, der hat Power. Mechanische Kräfte. Ich hatte mal den Sitz, wie man Fehler, aber
Nee, ich hab den Slash 404 und dann habe ich da solche Schlucken aufgezogen. Ja, ja, sieht geil aus. Und dann muss ich die Karosserie ein bisschen anholen. Gektor fährt. So, so.
Nö, nee, da passiert auch nichts. Also, ich bin jetzt mal an deiner Metallkante. Ich sag, den 775er habe ich noch nicht zum Stehen gebracht. Also der ist das Rutschen. Wow. Das ist die Basel wahrscheinlich oder die Leon. Boah, wie das aussieht hier. Angeht, dann beschweren sich manchmal die Leute, weil sie denken, da kommt irgendwie ein Kiez und so. Und dann mussten die dann Dinger und dann Russian Mamba Castle einbauen oder so. Verpflichtet sich dazu zu äußern, was da aber wieder los war. Ja, es gibt so viele kranke Leute, die kaufen sich die Karosserie, schneiden hier oben einen Kreis aus, klappen die nach links und rechts hoch und bauen ein Schaf mit Geschütz ein. Also da gibt es so kranke Leute, die den Wagen bauen. Oder auch optisch aufwerten. Ja. Benzinkanister hinten dran, weil ich den Outdoor-Ausrüstung ungefähr da, wo der andere schon. Also, wir präsentieren wir den Traxxas Summit. Ja, also, das ist ja was ganz Besonderes. Und offenbar der beste Traxxas, den es gibt. Dann also es kam danach kein Fahrzeug raus, das so vielseitig ist. Ja. Man sieht, er ist sehr gut. Leute, da... Oh, die sind so blöd. Geht mal auf den Spieß. Ich film doch eh in die andere Richtung. Stell dich nicht so an. Also jetzt hast du Licht. Das ist ja noch die alte Generation. Die neuere Generation sieht so ein bisschen aus wie ein Graffiti-Gemälde. Und also da gab es hier noch in einfarbig. Den gab es doch in Gelb, in Weiß... Rot und Blau waren die Klassiker, ne? Rot und Blau. Und Grün gab es, glaube ich, auch. Ja. Genau, ich habe den Roten, er hat den Blauen. Ja. Damit uns das nicht passiert, wie ihr, wenn ihr hinter den Koptern herfliegt, damit wir wissen, wer welcher ist. Nee, die Kopter waren komplett unterschiedlich, ja? Auch mechanisch. Ja, die waren nicht zu verwechseln. Ja, wer will denn nochmal fahren? Hansi, oh, lass uns reingehen. Ja, komm, wir gehen rein. Okay. Was haben Sie noch? Nein, oh nein, er hat mich mit drauf. Ach was. Glaubst du, ich stehe zum Spaß hier? Ach, hast recht. So.